Ihr werdet da nicht durchkommen. Suter? Ich bin's noch. Besser als laufen. Was erwartet uns an diesem Weltenfunken? Magie. Protogonos-Dinge. Damit und mit deinen Klingen und meinem Herzen wird alles gut. Ich werde groß. Dinge zerhauen. Wird dir gefallen. Aber was passiert, wenn du dich veränderst? Keine Ahnung. Ich werde nicht mehr ich sein. Aber wirst du oder das künftige Du wissen, wann Asgard angegriffen wird? Ihr habt das Horn. Ja? Ja? Dann ist alles gut. Suter, was du? Am Anfang von allem? Ja. Wie war das so? Laut. Also, hier ist er. Der Weltenfunken. Wow, das ist wunderschön. Wir sehen uns drüben. Das ist viel zu einfach. Odin weiß, dass wir das Gjallarhorn haben. Er weiß, dass du die Maske hast. Nachdem Brock tot ist, denkt er, dass wir Suther suchen, um den Krieg loszubrechen. Welche andere Wahl haben wir denn? Keine. Das weiß er auch. Da sind wir. Was ist mit Shin Mada? Sollen wir es ihnen nicht sagen? Nein. Das täte ihr zu sehr weh. Mehr als nicht zu wissen, was mit dir ist? Jemanden zu lieben heißt manchmal, den kleineren Schmerz zu wählen. Das ergibt keinen Sinn. Versprecht, dass ihr sie in Ruhe lasst. Versprochen. Suter, reicht es dich, mit den Klingen zu stechen, um dein neues Ich zu erschaffen? Shin Maras Herz ist kalt. So wundervoll kalt. Dein Vater hat jetzt mein Feuer in diesen Klingen. Wenn genug von mir und dem Feuer des Funken in genug von ihr übergehen, sollte es klappen. Gut. Komm her. Das wird wehtun. Und jetzt zum schmerzhaften Teil. Mein Feuer. Ihr Herz. Zusammen ergeben sie Ragnarök. Es ist Zeit. Yeah.
Was meinst du, wie lange das dauert? Valkyren! Odin muss sie geschickt haben. Klappt? Shooter, bist du da? Vater, hier drüben! Ich bin Ragnarok. Hilfst du uns, Asgard anzugreifen? Ich erwarte den Ruf. Toll! Hast du gehört? Wir müssen ihn bloß mit dem Gjallarhorn rufen, wenn wir bereit sind. Gehen wir zurück nach Muspelheim. Und dann durch das mystische Tor.
geklappt. Ich kann's nicht glauben. Wir haben Ragnarök auf unserer Seite. Sotirs Plan hat funktioniert. Ich meine, die Walküren waren ein kleiner Rückschlag. Aber Odin ist jetzt bestimmt beunruhigt. Er weiß, dass wir hinter ihm her sind. Denk mal drüber nach. Wir werden in Asgard auftauchen und Ragnarök wird kommen und alles zerstören. Odin wird keine Chance haben. Wir werden gewinnen. Groa hatte recht. Groa sah jedoch nicht voraus, was wir im Gegenzug opfern würden. Vielleicht konnte sie nur die großen Dinge sehen. Das wird doch funktionieren, oder? Es muss. Oh. Ragnarök wird stärker. Hey, da, die Klippe. Das Erdbeben hat offenbar einen Vorsprung geschaffen. Mehr von Odins Truppen! Wollen die Arbeit seiner Waldblumen beenden? Hinter dir! Vorsicht! Achtung! Rechte Seite! Hinter dir! Hinter dir! Pass auf! Da kommen noch mehr. Wir müssen hier verschwinden. Also, du hast in vielen Kriegen gekämpft, nicht? Du hattest nie so etwas wie Ragnarök auf deiner Seite. Ja. Und die Kreatur ist kein Garant für unseren Sieg. Stimmt. Wenn das so weitergeht, wird hier alles zusammenbrechen. Werden ihre Angriffe nicht so bald einstellen. Wir müssen zurück. Du bist ruhig. Du bist immer ruhig, aber
Mal ist es anders. Ich hatte gehofft, die Tage der ständigen Kämpfe wären vorbei. Ich hatte gehofft, dass mein Sohn nie in den Krieg ziehen muss. Als mich! Den Schild zerstören! Reiter, halt ihn! Mann! Gib einfach nicht auf! Ragnarök ist hier. Sie wissen, was das für Asgard bedeutet. Linke Seite! Hinter dir! Vorsicht! Achtung! Rechte Seite! Wir müssen weg, bevor noch was kommt. Bevor geht's durch den Riss in den Felsen, wenn du bereit bist. Warte, ich weiß, dass wir das Richtige tun. Ragnarök muss geschehen. Der Preis, den wir und andere für diesen Krieg bezahlt haben, ist hoch. Und er wird immer höher. Er wird es wert sein. Wartet uns. Genau wie die Armeen von Hel. Hauptsächlich dank mir. Uns scheint wohl endlich der Krieg zu erwarten. Und wohin jetzt? Wir haben etwas Zeit, bevor wir am Tempel erwartet werden. Das könnte unsere letzte Chance sein, Vater. Möchtest du irgendwas zu Ende bringen? Tja, das ist es. Der Anfang vom Ende. Das Ende für Odin. Und danach ein Neuanfang für den Rest von uns. Atreus. Ich weiß. Ich freue mich nur, dass sich alle Reiche endlich gegen ihn wehren. Alben und Zwerge und Hel selbst. Du bist so sicher, dass sie sich vereinen. Sie müssen. Nach allem, was sie durchgemacht haben, müssen sie. Oder? Und Midgard was machen? Also, solange wir noch können? Freya und die anderen bereiten noch den Angriff vor. Es bleibt also noch Zeit. Klingt, als wäre es in Muspelheim gut gelaufen. Ich meine, wahrscheinlich. Suture wollte Shinmara nicht mit hineinziehen. Anstatt die beiden also zusammen zu Ragnarök-Bestie werden zu lassen, fanden wir eine Lösung ohne sie. Naja, hoffentlich taucht er bei Ragnarök auf, um sein Schwert in Asgards Herz zu stoßen. Und wo genau ist das? Das weiß nur Suture. Gut, ich bin bereit. Thank you.
Armeen sind bestimmt in ihren Heimatwelten versammelt und erwarten das Gjallarhorn. Ich schätze, ich hatte gehofft, einige von ihnen hier zu sehen. Wenn sich alle Weltentürme zugleich öffnen, wird das was werden, Junge. Odin wird nicht glauben, was ihm bevorsteht. Nein. Odin konnte sich Lebzeiten darauf vorbereiten. Trotz Groas Täuschung hörte er als Tier die Wahrheit. Du darfst ihn nicht unterschätzen. Eine mitreißende Rede. Wirklich inspirierend. Wow. Die Walküren sehen anders aus. Willkommen zurück. Hildisvini hat von deinem Erfolg erzählt. Wir haben entsprechend geplant. Tja, was wäre Ragnarök ohne Ragnarök? Wer schließt sich uns noch an? Ich sehe die Walküren. Noch besser. Sie sind wiedergeboren. Körperlich und unverdorben, dank einer erklecklichen Menge Warnenmagie. Sie sind jetzt Schildmeiden. Schön. Und dein Bruder? Er hat es geschafft. Die Alben haben einen Waffenstillstand und vereinen sich gegen Asgard. Das verschafft uns einen Vorteil aus der Luft. Und mit Hels Armee als Vorhut. Was ist mit Sindri? Werden die Zwerge kämpfen? Wir haben nichts von ihm gehört. Aber es bleibt noch Zeit. Und ich glaube, wir können den Weg für die Ragnarök-Bestie jetzt freimachen. Na, wenn das so ist, warum überhaupt Sorgen machen? Sigrun. Schön, dich wiederzusehen, so lebendig. Oh. Ja, ich war nicht ich selbst beim letzten Mal. Zum Glück geht's dir gut. Meine Königin, die Schildmeiden werden unter den Kräften aufgeteilt, die aus Alfheim, Helheim und hier in Midgard einfallen. Wir stehen bereit. Kratos, Atreus, Mimir, bitte entschuldigt mich. Oh, dann gute Nacht. Freya, hast du unseren Weg aus Asgard festgelegt? Wenn uns die Türme hineinbringen, bringen sie uns hoffentlich auch heraus. Und was, wenn nicht? Alle wissen, worauf sie sich einlassen. Bei unserem Plan fehlt nur noch eins, ein Anführer. Diese Ehre gebührt dir. Du hast einen Anspruch darauf und genießt den Respekt deiner Truppen. Und du kennst diesen Feind bereits. Ich habe seine Invasionsarmee in Schach gehalten. Das hier ist unsere Invasion, eine Belagerung seiner Lande. Ich brauche unseren erfahrensten Kriegsgeneral auf dem Feld. Anrechte, Prophezeiungen und Fürsprecher sind mir alle egal. Wir müssen einfach gewinnen. Freya. Ich weiß, ich verlange viel. Vielleicht schläfst du drüber. Da wären wir. Kratos, dein Zelt ist rechts. Und Atreus, deins ist links. Eins? Ein junger Krieger braucht seinen Raum. Ja. Wow. Danke. Schlaf noch einmal darüber. Teile mir deine Entscheidung morgen früh mit. Hildi. Komm zu uns. Setz dich. Gemeinsam haben wir sie alle besucht. Das waren bestimmt 100. Oder mehr. Erspar uns die Angeberei. Ist es wirklich so schlimm, dass einige meiner Ideen einfach funktionieren? Nein, aber ich beneide dich schon. Auf welchem Gebiet? Sei nicht so gönnerhaft. Ich kalkuliere jedes Risiko, das ich eingehe und versuche, alle Probleme vorab zu entschärfen. Und doch geht alles schief. Du stürzt dich einfach in Situationen, in die Gefahr. Und irgendwie klappt bei dir immer alles. Am Ende stehst du immer gut da, mit deinem blöden Grinsen. Naja, meine Reise nach Asgard lief nicht ganz so gut. Ja, man kann einiges durch Planung lernen. Und anderes durch eine bessere Anpassung. Deshalb wart ihr beide ein tolles Team. Ich glaube, das liegt an unserem schlechten Vater. So. Es stimmt, dass Njörd kein guter Vater war, aber ihm verdanken wir, dass wir eine Familie sein konnten. Ach, und du gehst so hart mit ihm ins Gericht, Freyr, wo du doch seine Wanderlust geerbt hast. Besonders, wenn es darauf ankommt. Das stimmt nicht. Ich hatte immer gute Gründe zu gehen.
Sag's hier. Ah, das habe ich verstanden.